In welcher Sprache möchtest du spielen? Immer diese wichtige Frage. Warnung: Die Wahlsprache ist endgültig und kann später nicht mehr geändert werden. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Sprache du sprichst, lass dir bitte von jemandem helfen. Mama? Mama kommt nicht, also musste ich selbst die schwere Entscheidung treffen. Es gibt auch neuerdings auch Japanisch und ein paar Chinesisch oder Koreanische Sprachen. Ja, auch interessant, aber ne, ich bleib mal lieber auf Deutsch. Spiel starten. Yep. Da ist sie. Die Alola-Region. Oder zumindest ein Teil davon. Eine Mucke ein bisschen lauter. Die Greifvögel schon mal ziemlich schön. Schöne Schuhe, wenigstens keine roten Schuhe. Ohne Witz, ich kann rote Schuhe nicht mehr sehen. Aber pst. Lieber San, ich wollte doch Mond spielen. Verdammt. Na egal. Lieber San, wenn du diesen Brief liest, solltest du bereits in der Alula-Region angekommen sein. Ist mit dem Umzug alles glatt gelaufen? Jupp. Wie geht es dem Kajitsu, das ich dir geschenkt habe? Es liebt heißes Wetter. Und in Alola geht es heiß her. Da schreit nach heißen Kämpfen. Der Brief wurde nicht unterschrieben. Auch auf dem Umschlag ist kein Name zu finden. Der sieht leicht düster aus. Ist das? Nein, es ist San, okay. San sieht aus wie ein Emo. Das macht Sinn. San, es ist Zeit zum Rathaus zu gehen. Wir müssen uns dort noch anmelden. Ah, ziemlich realistisch. Gut. Fängst du mal sehr schön an. Hau, ho. Wie ist die Stadt? Ah, sieht das cool aus. Ich merke schon, wie der Hype real wird. Das sieht ja mega cool aus. Das ist das Pokémon Center, oder was ist das? San, Mutter, wusstest du, dass Alola nicht nur der Name der Region ist, sondern auch ein Gruß? Alola, anstatt Aloha. Okay. Alola, wir sind hier, um uns anzumelden. Alola. Es müssen unsere neuen Mitbürger aus der Kanto-Region sein. Aha, interessant. Der Papierkram dauert leider ein bisschen. Ich hoffe, Sie haben etwas Geduld mitgebracht. Wir haben Zeit. Keine Sorge, das haben wir. Vielen Dank schon mal für Ihre Mühe. Und das klassische Hawaii-Hemd. Boah, das wird so cool. Gut, Ding will Weile haben. Jetzt heißt es wohl, warten. Ja, die Behörden. Und das gibt uns genug Zeit, etwas rumzulaufen. Und wer bist du? Okay. Hey du. Bist du San? Ja, und wer bist du? Ja, nett dich kennenzulernen. Kann man seit neuestem jetzt auch auswählen? Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Editionen ausgelassen, aber ich glaube, das hier ist nicht gerade so mega story-relevant wahrscheinlich, aber das ist schon ganz cool. Ja, und wer bist du? Gut, das steht schon da, das ist Tali. Ja, nett dich kennenzulernen. Ich stelle mich mal dumm und sage, ja. Und wer bist du? Ah, super. Ich bin Tali. Ich dachte schon für einen kurzen Moment, dass das, wenn ich sagen bin, dass das Moon ist, aber es wäre schon ein bisschen leicht rassistisch. Zwecks der Hautfarbe. Zum Glück bin ich dem Rat meines OP gefolgt, im Rat vorbeizuschauen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um dich kennenzulernen. Okay. Und eine ziemlich coole Frisur. Hallo, Talo. Hallo, Tali. Das war dann dein Name, oder? Ich hoffe, du und San werdet gute Freunde. Ja, ich bin Tali. Und du bist sicher Sans Mutter. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso, Alola. Okay.
Der Pokémon grüßt der nächsten 100 Jahre. Alola. Ich habe da eine Idee. Bevor ich hier total langweilt, könnt ihr zusammen die Stadt erkunden. Oh ja, das klingt toll. Komm jetzt an. Alles. Chill noch mal die Base, ganz ruhig. Ich führe dich gerne ein bisschen rum. So, komm herunter. Viel Spaß, ihr zwei. Was macht der alte Typ da? Der macht komische Bewegungen. Ah, okay. Das übersehen wir mal. Kann ich jetzt ein paar Meter gehen, ohne dass ich angegriffen werde? So, perfekt. Ich wollte schon etwas leicht über meinen Gang lästern, aber ich sehe so ein cooler Schlendergang. Laufen kann ich nicht, oder? Oh, ich kann laufen. Wow, awesome. The hype is getting realer and realer. So, habe ich jetzt ein Menü? Habe ich auch. Pokémon. Da habe ich... Ich habe schon eins gerade Schutz, so. Muss ich mir mal angucken, denn es soll ein ganz spezielles sein. Original Trainer Ash. Wahrscheinlich Ash Ketchum. Wesen robust, Herkunft Kalos Region. Ah, anscheinend doch. Mega. Offenbar schicksalhafte Begegnung mit Level 5. Achtet auf Geräusche. Wasserschuriken Aero aus Doppelteam Nachthieb. Fähigkeit Freundschaftsakt. Interessant. Und ich habe schon ein Item Gedenkband. Band, das Andenken an ganz besondere Erinnerungen dient. Level 36, ui. Und man kann dieses Pokémon auch bei der Vollversion transferieren lassen. Das heißt, das ist das allererste Pokémon, dann später im Let's Play. Und was ist hier drin? Beutel, Pokéball, Meisterball? Nö, nix. Mehrzwecktasche, Basis-Items, BNTM-Items, Medizin. Jupp, was brauche ich mehr? Und jetzt gerade Schutz aus irgendwelchen Gründen? So, mehr geht hier noch nicht. So, was geht hier alles ab? Hallo, machen wir alles klar bei dir? Mai! So, ich weiß nicht genau, wie lange die Demo geht. Ich habe aber gesehen, dass ein paar Leute schon zwei- und dreiteilige Teile rausgebracht haben. Also geht die Demo vielleicht so eine gute Stunde oder etwas länger. Mal gucken. Das war die Mama. In Alola gibt es so viel Sehenswertes. Vergönne also nicht die Zeit hier drin, sondern lass deinen Blick schweifen. Du wirst aus der Stadt gar nicht mehr rauskommen, sage ich dir. Alles klar. Am ersten Mal bleibe ich hier drin. Ach, das war das Rathaus, oder? Ich bin jetzt schon mit der Story völlig überfordert. Da komme ich nicht raus, da ist eine... Irgendwer? In der Alola herrscht so eine Hitze, dass man Lust bekommt, sich mit Wassertacken abzukühlen. Alles klar. So, dann gehen wir mal raus und mal gucken, was da los ist. Erkunden wir mal die heiße Kalo-Region. Kalo. Alola, genau. Ich kann nicht den Namen vergessen, das wurde schon tausendmal gesagt. Yo! Du bist wohl nicht von hier, was? Hier bist du jedenfalls noch nicht über den Weg gelaufen. Oh, Team Skull. Wenn du von woanders herkommst, hast du dann vielleicht auch ein paar seltene Pokémon dabei? Was ist das für eine komische Hip-Hop-Rap-Musik? Oh, das gefällt mir schon mal gar nicht. Das ist schon mal... Das hat bei mir schon mal 1000 Minuspunkte. Oh nein, die sind von Team Skull. Das ist ein ganz übler Haufen, der den Leuten ihre Pokémon stiehlt. Übler Haufen? Ey, komm mal runter, Kleiner. Wir sind bloß eine coole Gang, die sich mächtig für die Pokémon anderen Leute interessieren. Yo, dicker Alter. Mein Bro will sagen, Second Dick Challenge und lass eure Pokémon überwachsen. Kapiert? Oh, es gibt Stress, Alter. Boah, dieser hässliche Jugendling. Neben mir lassen wir euch unsere Pokémon. Sie sind doch unsere Freunde. Echt jetzt? Na dann. Wenn ich hören will, muss fühlen. Yo, Alter. Erstmal einen Dance Move hinlegen. Oh Gott, oh Gott.
San, du hast auch ein Pokémon dabei. Ja? Dann lass uns die Sache mit dem Pokémon-Kampf regeln. Okay. Dann kommt mal her. Jetzt habe ich schon gesehen, die komische Schädelformation, die sie hinlegen. Team Skull Rüppel fordert dich heraus. Was hast du dabei? Vielleicht ein ganz neues? Mangunior? Und ich in meinen Quatschuzo? So. Was soll er tun? Kampf? Oh, Attackeninfo? Oh, interessant, das ist cool. Gut, die kenne ich schon, aber trotzdem. Sehr schön. Ich setze mal Wasserschuriken ein. Müsste gut Schaden machen. Ja. Oh. Und KO. Zweimal getroffen. Hä? Schon vorbei oder was? Deadface, du kommst auf Twitter. Sagen wir mal 800 Pokédollar. Zumindest spoilert das nichts, das kann ich ja zeigen. Apropos Spoiler auf Twitter. Oh Gott, wie der redet und tanzt. Bah! Ekelhaft. Wie gesagt, apropos Spoiler bei Twitter. Man kann echt nicht auf Twitter gehen, ohne von irgendwas gespoilert zu werden. Ich weiß jetzt schon, ohne dass ich es wissen wollte, wie alle Entwicklungen von den drei Starter-Pokémon aussehen. Das wollte ich nicht wissen, aber wenn da steht, hier steht die neuen Entwicklungsformen der Starter-Pokémon. Und drunter das Bild ist, wo mein Hirn nicht denkt, oh, vorsichtig, nicht hingucken, und mein Auge es sieht, ist automatisch im Gehirn gespeichert und ich kann es nicht mehr löschen. Das ist sowas von nervig, vor allem jeder muss da rumspoilern. Warum? Das ist furchtbar. Na gut, kommen wir mal zum... Oh mein Gott. No way. Wir wollen einfach nicht in den Schädel, warum dieses Bulk so krass stark ist. Wenn mein Bro und ich euch zu zweit nicht packen, sollten wir lieber einen Abgang machen. Aber zieht euch mal an. Wir werden unsere Sis nämlich alles über euch erzählen. Oh, es kommt die Big Sis. Boah, das sind die unsympathischsten Gegner, die es ever gab. Also ich habe eh schon einen kleinen Hass gegen Hip-Hop, Rap und so weiter. Ja, gut, Hip-Hop geht einigermaßen, Rap eher nicht so. Also alles in Richtung Gangster-Rap, das hasse ich wie die Pest. Ah, oh. Da kommt mir echt die Galle hoch. Aber gut, Tati lächelt und alles ist wieder cool. Solange die Pokémon unserer Seite sind, müssen wir vor niemandem Angst haben. Der Pokémon ist ein Quatschuzo, stimmt's? Das ist ja so cool. Ich zeige dir das Pokémon Center. Folge mir einfach. Meine Pokémon, die wir nicht gesehen haben, brauchen nämlich eine kleine Verschnaufpause. Hast du auch irgendwas gemacht? Erstmal stehen bleiben. Ja, ich komme schon nach. Erstmal ein bisschen herumschlendern. Hallöchen, schöne Frau. Kann man irgendwas lesen? Nö. Dann ein... Corazon, oder? Jawohl! Ein Pokémon habe ich mir gebergt. Ja, wie ich schon in meinem Infovideo gesagt habe, ich habe ultra viele Pokémon gar nicht auf dem Schirm von der letzten Generation. Von der Generation natürlich noch fast und gar keinen. Also von der jetzt bei Sonne und Mond. Das heißt, es werden extreme Pokémon für mich komplett neu sein. Hey, Sun! Das Pokémon Center ist ja drüben. Sieht auch ziemlich schick aus. Aber Corazon kenne ich noch, da es noch von der zweiten oder dritten Generation ist. Sieht echt schick aus. Dann rein in die gute Stube. Ist ein Starbucks. Coole Sache. Wenn du die Angestellte am Hauptschalter ansprichst, heilt sie dein Team. Du kannst es aber auch mit Trinken heilen, wenn ihr das lieb ist. Hier, Sam. Diesen Supertrank zu haben. Quasi ein Willkommensgeschenk von mir.
Cooler Sound. Und da schützt nur Fleckmann. Was könnte ich denn wohl als nächstes zeigen? Lasst mich erstmal gucken und erstmal in Starbucks. Das ist echt ein Starbucks. Ich bin die Vertretung des alten Mannes, der normalerweise den Kaffeebereich betreibt. Er ist gerade auf der Suche nach den perfekten Zutaten für seine Erfrischungsgetränke. In ungefähr einem Monat sollte er wieder zurück sein. Ist dann Chef zufällig Toriko, der die Welt bereits für die besten Zutaten? Und ja, dann lohnt sich das Warten allemal. Sind wir jetzt im Supermarkt? Sorry, aber bis zum nächsten Warenlieferung bleibt der Pokémon Supermarkt geschlossen. Aber ich bin trotzdem hier und warte auf die Kunden, um sie wieder heimzuschicken. Was machst du da? Wer Pokémon hat, kommt herum in der Welt. Und wer starke Pokémon hat, kommt hoch hinaus. Und du bist ein Genius. Sieht doch echt cool aus hier. Alles klar? Lass mich doch selbst weiter gucken. Habe ich schon geheilt? Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Jo, sehr gerne. Immer noch derselbe Spruch wie vor 1000 Jahren. Das ist mal cool. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon ist wieder topfit. Echt coole Neuerung. So, ich gehe mal raus. Tali wird schon nachkommen. Ja, das ist schon wieder. Und das ist wohl der Professor, so wie der aussieht. Hey Tali. Wen hast du denn da im Schlepptau? Oh. Hallo Professor Kukui. Kuckuck. Darf ich vorstellen? Das ist Sun. Obwohl ich eigentlich Moon heißen wollte, da ich Moon spielen wollte, aber okay. Unser neuer Nachbar aus der Kanto-Region. Er ist über den Ozean nach Alula gekommen. Wow, was du nicht sagst. Das sieht auch ziemlich cool aus. Schön dich kennenzulernen, San. Mein Name ist Kukui. 1 Meter laufen. Professor Kukuis Forschungsgebiete sind Pokémon-Attacken. Genau. Ich führe lauter spannende Experimente durch. Ich lasse mich zum Beispiel selbst von Attacken treffen, um ihre Stärke zu messen. Alles klar. Moment mal. Ich habe da eine Idee. Professor, du musst unbedingt Sand trainieren, damit er ganz schnell stark wird. Wie kommst du denn plötzlich auf die Idee, Tali? Wir hatten vorhin Ärger mit Team Skull. Das war ganz schön gefährlich. Ja, total. Warte, echt Schuss. Verstehe. Ihr wollt also auf alles vorbereitet sein, falls Team Skull mal wieder Ärger macht. Na gut, ich hätte deinen Vorschlag. Wieso versucht ihr nicht an einer Prüfung? Das ist eine gute Methode, stärker zu werden. Was hattet ihr von der Idee? Ich bin dabei. Was für eine Prüfung? Erstmal fragen. Es ist ein alter Brauch in Alola, Prüfungen zu absolvieren. Wir stellen eine Art Training für Trainer dar und sollen dazu dienen, die Verbindung von Jungen und Mädchen deines Alters zu den Pokémon zu stärken. Gut, bereite dich erstmal gründlich vor. Wenn du fertig bist, dann komm bitte zur Prüfungsstätte am Tenkarat-Hügel, der wahrscheinlich irgendwo oben ist. Ein alter Herr. Das bin ich. Der ältere Herr da hinten wird dir den Weg zum Tenkarat-Hügel zeigen. Erstmal wieder 3 Stunden springen. Du und dein Kachuzo. Ich schaff das schon. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Viel Glück, San. Wenn du fertig bist, führe ich dich weiter rum. Ich will selbst die Welt erkunden. Bah. Ich bin doch nur ein Zu. Boah, wie cool das aussieht. Wunderschön. Ich bin doch nur ein Tourist. Und da sind Autos. Was ist das da? Keine Ahnung. Eine Karte habe ich ja auch nicht. Ich habe einfach mal gar nichts. Noch ein Starbucks?
Den Klamottenladen. Kann ich da schon rein? Wahrscheinlich nicht. Kahilis Aspekt begnadet der Golftalent, das Alola je vorgebracht hat. Und zudem auch noch ein Profi im Pokémon-Kampf. Zurzeit durchstreifst du die Welt auf der Suche nach neuen Abenteuern. Doch ich hoffe, dass sie irgendwann wieder hierher zurückkehrt. Das wollte ich jetzt nicht wissen, aber danke für die Info. Komme ich hier rein? Das Pokémon, das du bei dir hast, ist doch ein Katschutz, habe ich recht? Das ist für uns hier in Alola ein ziemlich seltener Anblick, musst du wissen. Und ja, ich wollte aber irgendwo reingehen. Aber ich denke, das geht in der Demo-Version noch nicht oder vielleicht überhaupt nicht. Das ist nur zur Dekoration. Gut. Hohes Gras von der Pokémon werde ich wohl auch nicht finden. Also gehen wir mal zum Berg. Ich kann mir auch schlecht für irgendwas vorbereiten, denn... Ja, wie denn auch? Also... Zeige mir den Weg. Alter Mann. Sag mal, willst du zum Tenkerad-Hügel? Jupp. Woher weißt du das? Gut, dann bringe ich dich gleich mal dorthin. Und schwupps sind wir da. Und hohes Gras. Sehr schön. Und da bin ich schon. Wie du sicher weißt, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Ach echt? Das ist was ganz Neues. Aber du hast ja einen Katschutz an deiner Seite. Du kannst also gegen wilde Pokémon kämpfen. Willst du ihn aber lieber aus dem Weg gehen, dann meide möglichst das hohe Gras. Ich warte da im Inneren des Tenkerad-Hügels auf dich. Der irgendwo da hinten ist, oder? Na, ich finde schon. Lass dich erstmal langsam das Gras betreten. Das erste wilde Pokémon. Ein... Peppek. Und jetzt muss ich immer fragen, ist das komplett neu oder nur für mich neu? Aber ich denke, das ist ganz neu, oder? So, ich möchte gerne Woody Woodpecker. Aber wie sind die auf Deutsch? Keine Ahnung. Aeroas? One-Hit KO, Level 23. Da bin ich echt überpowered. Gut, ich konnte auch nichts fangen. Und auch keine Pokébälle kaufen. Was haben wir noch alles hier? Makuni, den kennen wir schon. Der übrigens auch der... die Vorlage für wahnsinnig viele Pokémon-Memes für Donald Trump ist. Wegen der Frisur. Was ich auch mega feier. Ja, hat schon leichte Trump-Bändigkeit. So, ein Nachthieb. Ja, Moment. Sollen wir mal gucken. Schaut ihr gerade effektiv und nicht effektiv? Das wäre für mich eine riesige Hilfe. Gerade habe ich irgendwas gesehen. Gut, machen wir noch einen Kampf. Vielleicht irgendwas Neues. Da hat irgendwas gezwitschert. Komm her. Irgendwas Neues, irgendwas Altes. Noch ein Peppek. Egal. Stand da gerade wirklich, was der effektiv ist und was nicht? Awesome! Das ist ja cool. Mega! Denn ich bin einfach viel zu blöd, um zu wissen, was gegen was effektiv ist und was nicht und was keine Wirkung hat. Denn es gibt also wahnsinnig viele verschiedene Elementklassen. Also wenn offensichtlichsten weiß ich schon, zum Beispiel, dass Wasser stark gegen Feuer ist und so weiter, das weiß ich schon. Aber wenn es dann irgendwas in Richtung Elektro geht und Stein, Stahl, Unlicht, Fee, Drache und so weiter, kenne ich mich hinten und vorne nicht aus, was effektiv ist und was nicht. Ich glaube, da wäre das eine große Hilfe für mich. Bist du ein Trainer? Oder wer bist du? Ein Professor Kugel ist Prüfungsstätte, erwarten dich Pokémon von Typ Drache. Ah, super. Aber eigentlich erwarten sie dich gar nicht. Du musst nämlich erstmal nach ihnen suchen. Dass sie sich dort versteckt halten. Cool. We're looking after dragons.
So, was finden wir hier Schönes? Irgendwas Neues? Safe Spot? Hallo? Bitte greifen Sie mich an. Und noch ein Payback. Jetzt habe ich schon hier auch nicht die Zeit gestoppt, also vielleicht wird die Demo ultra lange. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Wasserschuldigung. Sieht auch ziemlich cool aus. Und nochmal. Perfekt. Aber ich denke, mehr als Peppecks und Magonia werde ich hier wohl nicht finden. Gucke ich mal weiter, vielleicht irgendein anderes Gebiet. Hier haben wir Strand. Nein, habe ich leider auch nicht. Bist du eine Trainerin? Jawohl, oder? Vielleicht? Ja. Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, stehen schon bald die Fetzen. Ach, da ist er. Nee, der ist ein anderer. Der hat ein T-Shirt an. Die sehen alle so gleich aus. Bitte kämpf mit mir. Ach Mann. Fordert mich hier raus. Gibt mir irgendein Pokémon Level 40 oder was? Halt, wir haben eine kleine Herausforderung. Der Bildschirm ändert sich, wenn ich den Trainer näher. Das ist irgendwie sehr seltsam. Aber okay. Oh, bist du klein? Das sah gerade so riesig, weil das ist so ein kleiner Junge. Hey du, du hast einen Pokémon dabei, oder? Dann lass uns kämpfen. Kleiner Junge möchte kämpfen. Oh, sieht das süß aus. Ein Knirps. Oh. Das ist cool. Knirps, Mitch, fordert dich heraus. Bist du in 2D? Nee, schon 3D, dachte ich schon, hä? Wuffels? Bist du auch neu? Ich denke mal, es würde nur Sinn machen, möglichst viel Neues zu zeigen. Denn die Alten will ja keine mehr sehen. So, ich mach mal... Also, das ist nicht mehr da interessant. Vielleicht auch nichts Effektives gegen ihn. Oh, wie cool er aussieht. Wie so ein Standard-SD-Anime-Charakter. Mega cool. So, ich mach mal Wasserschuhrücken. Trainerklasse Knirps. Wow, One-Hit KO. Sorry. Sehr effektiv. Einmal getroffen. Aber das schon nicht effektiv. Hm. Ich hab zwar Spaß gemacht, aber das hat total verloren. Oder Moment. Weiß vielleicht andersrum? Ich habe zwar verloren, aber das hat Spaß gemacht. Ich habe zwar Spaß gemacht, aber das hat total verloren. Komischer Satz, aber danke für dein Geld. Erstmal Knirps abzwacken. Aber der ist ja mega cool als der Sprite. Das sah davor so riesig, aber jetzt so winzig klein. Das gefällt mir. Was haben wir hier? Zur Prüfungsstätte. Okay. Vielleicht irgendwas Neues? Gebt mir was Neues! Bitte kein Pep-Pack und da ist er schon. Ich denke echt, mehr werde ich hier nicht finden. Dann machen wir mal diesen hier.